Das Video geht gleich los. Ich habe es vor 3 Tagen gedreht und jetzt gerade fertig geschnitten. In der Zwischenzeit sind noch andere TRG-Anbieter mit ihrem 2023-Angebot auf den Markt gekommen. Und da geht es teilweise von 400 Euro runter auf 250 Euro. Und aufgrund dieses gegebenen Anlasses will ich euch am Ende vom Video nochmal ganz genau sagen, was eine TRG-Quote jetzt gerade wert ist. Also ihr bekommt einen super intimen Einblick hinter die Kulissen vom TRG-Handel. Das Video ist jetzt schon vollgespickt mit Informationen und super transparent, aber hinten raus sage ich eben euch nochmal, was eine Quote gerade wert ist, damit ihr einschätzen könnt, ob so ein 250-Euro-Angebot zum Beispiel für euch interessant ist oder ob es nicht doch eine profitable Alternative gibt. Und selbstverständlich kann man auch fürs Jahr 2023 einen anderen Anbieter wählen, als man 2022 hatte. Also, viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, Film ab. Herzlich willkommen zu dem wohl profitabelsten Video für euch, was ich jemals gemacht habe. Es geht um ein Thema, was mich seit einem Jahr begleitet und was ich seit einem Jahr begleite. Und zwar die TRG-Quote, also Treibhausgasminderungsquote. Es ist eben so, dass man als Halter von einem vollelektrischen Fahrzeug seit 2022 in Deutschland jährlich Geld dafür bekommt, dass man eben Treibhausgasemissionen einspart. Ich habe vor einem Jahr die Firma Carbonify mit Kollegen gegründet und in dem Video erzähle ich euch, was wir für ein starkes neues Angebot haben, wie wir es geschafft haben, in einem Jahr zu einem der Marktführer zu gehören, mit eben über 100.000 abgewickelten Quoten, aber auch, was wir falsch gemacht haben, was wir gelernt haben. Und schlussendlich will ich noch die wichtigsten Fragen zur TRG-Quote beantworten, weil es ja immer noch ein neues Thema ist. Also zum Beispiel, ist das Ganze Greenwashing? Oder könnte ich die Quote nicht auch selber beantragen? Muss man das Ganze versteuern? All die Dinge klären wir jetzt in diesem Video. Auf geht's. Ich dachte, ich verbinde das Video mit einem kleinen Ausflug. Ist für mich schön und ihr seht auch ein paar schöne Orte hier in Bayern. Das ist der Kochelsee. Nachher kommt vielleicht noch die Sonne ein bisschen mehr raus und auch den Walchensee will ich euch zeigen. Der ist um die Ecke und dann eben 3 Teile. Einmal will ich euch hier erzählen, wie eben Carbonify entstanden ist, für was wir stehen und was wir im letzten Jahr alles gemacht haben und gelernt haben. Dann im zweiten Teil unser neues Angebot, was wirklich sexy ist. Und dann am Supercharger, ich muss nochmal laden, bevor ich nach München fahre, ein paar Fragen eben beantworten, die wichtig sind beim TRG-Quotenhandel. Also, folgendermaßen ist Carbonify entstanden. Wir haben einfach vor einem Jahr gesehen, ich und Geschäftspartner, mit denen ich für andere Themen in Kontakt war, dass dieses Thema interessant ist, aber auch, dass da ganz viele Startups Schabernack treiben. Es wurde zum Beispiel 70 Euro angeboten, 100 Euro oder 150 Euro für die TRG-Quote. Und weil natürlich das Ganze neu war, haben sich viele Elektromobilisten gedacht, ach geil, ich bekomme 150 Euro umsonst, klar, melde ich mich bei euch an. Aber die TRG-Quote ist halt 350, 400 Euro wert gewesen. Und diese Startups haben sich halt Margen verdient, noch und nöcher. Einfach auf dem Rücken von Elektromobilisten. Fanden wir einfach eklig. Und auch Tricks in AGBs, wie zum Beispiel, du bekommst dieses Jahr 250 Euro ausgezahlt, wenn du dich anmeldest. In den AGB steht dann, du bindest dich aber irgendwie auch für nächstes Jahr noch an uns. Und aber zu einem Preis, den wir dir nicht sagen können, dann können wir theoretisch auszahlen, was sie wollen. Ja, oder auch große Firmen, die teilweise, wenn du ein Auto bestellst, in der Anmeldestrecke dir die TRG-Quote im Tausch für Ladeguthaben zum Beispiel abnehmen würden. Und das Ladeguthaben hat halt einen Wert von irgendwie so 200 Euro. Aber wie gesagt, TRG-Quote ca. 400 Euro wert. Und das ist halt einfach eine Marge, die in meinen Augen absolut lächerlich ist. Und so würde ich nicht arbeiten wollen. Und dementsprechend haben wir gesagt, komm, wir gründen die Firma Carbonify und machen das Ganze transparent und lukrativ, indem wir eben den Löwenanteil der TRG-Quote dahin geben, wo sie hingehört, und zwar zum Halter vom E-Fahrzeug. Also, ihr erinnert euch vielleicht, wir sind mit 17,5% Provision gestartet. Bedeutet, unsere Kunden haben 82,5% bekommen. Wir sind so mit der Annahme ins Rennen gegangen, vielleicht schaffen wir 1.000 Kunden bis Jahresende. Es waren dann deutlich über 10.000 Kunden direkt und dementsprechend ist natürlich alles super gelaufen. Gleichzeitig, das war halt einfach die Konsequenz. Wir haben ein transparentes Angebot gemacht, ein faires Angebot, wurden so ein bisschen überrannt, waren darauf nicht ganz vorbereitet und zum Beispiel unsere Support-Kapazität war einfach nicht gut genug. Und teilweise mussten Leute zu lange auf Antworten, auf legitime Fragen warten, was mir und unserem Team wirklich aufrichtig leid tut. Das ist nicht gut gelaufen in der Anfangsphase. Mittlerweile denke ich, könnte es unseren Stärken. Wir haben ein knapp 20-köpfiges Team mittlerweile. Am Anfang waren wir einfach zu wenig Leute oder sind zu schnell gewachsen, je nachdem, wie man es formulieren will. Auch wollen wir mehr kommunizieren. Ja, wir sind kein anonymes Startup, was irgendwie in einem Coworking-Space in Berlin gegründet wird, um dann schnell einen Exit zu machen und schnelles Geld zu verdienen. Nee, wir wollen das Ganze nachhaltig aufziehen, eine Community aufbauen und euch da einfach mitnehmen. Wir arbeiten jeden Tag an dem Thema, erfahren Sachen, die euch vielleicht auch interessieren. Und wir haben sie in der Vergangenheit vielleicht eher zu privat behandelt. Ja, zum Beispiel hatten wir eine Analyse erstellen lassen, ob die TRG-Quote steuerpflichtig ist oder nicht. Ihr erinnert euch vielleicht, es wurde ja von vielen Marktteilnehmern behauptet, dass man die TRG-Quote versteuern muss, wenn man über 256 Euro bekommt. Dementsprechend wurden halt so steueroptimierte Auszahlungsmodelle angeboten, dass man eben freiwillig auf Geld verzichtet, um eben Steuern zu sparen. Wir haben eben mit einer Kanzlei ein Video gemacht,
Mit dem Ergebnis, dass die TRG-Quote nicht zu versteuern sein wird, sehr wahrscheinlich. Ein paar Monate später wurde es auch vom Staat so bestätigt. Wir haben dieses Video aber nur unseren Kunden zur Verfügung gestellt und der Rest der Elektromobilisten konnte davon nicht profitieren, was eine falsche Entscheidung war. Wir hätten das einfach im Namen der Transparenz und einfach Verbrauchersicherheit allen zur Verfügung stellen sollen. Wir werden in Zukunft also mehr kommunizieren, einfach weil wir was zu sagen haben und auch weil unsere Kunden Transparenz und Fairness zu schätzen wissen. Und jetzt kommen wir zum Angebot, von dem ich überzeugt bin, dass es absolut fair ist. Mehr als fair. Ich habe mir diesen wunderschönen Ort ausgesucht, um über unser wunderschönes neues Angebot zu sprechen. Wir geben jetzt nämlich 100% der TRG-Quote an euch weiter. Also wer sich bis Ende 2022 bei uns anmeldet, bekommt 100% der TRG-Quote ausgezahlt, minus eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro. Der Grund, warum ihr bei uns so viel bekommt von eurer TRG-Quote, ist einfach, dass wir so viele Kunden haben, dass wir erstens die besten Preise im Markt erzielen können, zweitens aber auch, dass wir die Fixkosten auf ganz viele verschiedene Köpfe eben verteilen können. Und auch, weil wir nicht auf dem Rücken der Elektromobilisten reich werden wollen, sondern wir wollen ein super Angebot strukturieren. Und mit 15 Euro können wir eben die Firma erfolgreich gestalten. In Zahlen bedeutet das konkret, dass ihr fürs Jahr 2022 416 Euro minus 15 Euro bekommt, also 401 Euro. Und wer sich jetzt eben auch schon für 2023 bei uns anmeldet, dem geben wir auch 100% der Quotenerlöse weiter, minus eben der 15 Euro Bearbeitungsgebühr. Wie viel das genau sein wird, weiß man jetzt noch nicht genau, weil eben noch regulatorisch ein paar Sachen stehen und auch der Quotenhandel noch nicht wirklich angefangen hat. Und ihr kennt mich, ich bin überzeugter Elektromobilist und ich finde, die Elektromobilität muss Spaß machen. Und dementsprechend haben wir noch ein Gewinnspiel mit eingebaut. Ich habe ja bei der 15 Jahre Grip Sondersendung meinen Moderatorenkollegen 5 Porsche Taycans klar gemacht und genau dasselbe will ich auch für euch Carbonify-Kunden machen. Wir verlosen also 5x2 Monate Porsche Taycan fahren an alle Carbonify-Kunden, die eben sich im Jahr 2022 noch für 2023 bei uns anmelden, von den 100% profitieren, minus den 15 Euro. Die landen in einem Lostopf, wo eben 5 Porsche Taycans drinstecken. Ich finde das mit das geilste Elektroauto und da 2 Monate umsonst Taycan fahren plus noch gratis Geld bekommen, eine sehr runde Sache. Auch haben wir für unsere B2B-Kunden Flottenlösungen und wir wickeln auch die TRG-Quote aus dem Ladestrom ab. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Firmen, die eben große elektrische Fuhrparks haben zusammen oder mit Stadtwerken oder anderen Ladestationenbetreibern. Meldet euch gerne bei uns. War ein schöner Tag und man muss einfach sagen, Bayern ist ein Königreich. Einfach schön hier jetzt im Supercharger noch ein bisschen Energie laden, dann nach Hause und die 5 wichtigen Fragen. Die Frage, die viele Leute bewegt und mich auch bewegt hat, als ich mir überlegt habe, mache ich das mit der TRG-Quote, gründe ich dazu eine Firma, ist natürlich Greenwashing, ja oder nein? Ich finde, jeder sollte die Frage für sich beantworten. Ich erzähle einmal, erkläre kurz, wie das ganze System funktioniert. Also die Treibhausgasminderungsquote verpflichtet Quoten, verpflichtet Unternehmen dazu, jedes Jahr immer mehr Treibhausgasemissionen einzusparen. Wenn sie es nicht schaffen, dann drohen Strafzahlungen. 600 Euro ist eben der Kurs für eine Tonne, die du über dem, was du ausstoßen darfst, eben zahlen musst. Oder sie können eben Quoten aus zum Beispiel Strom über Elektroautos ankaufen und somit die Strafzahlung umgehen. So, da ist natürlich der Gedanke, ist es jetzt Greenwashing, dürfen also kundenpflichtige Unternehmen, die traditionelle Treibstoffe wie Benzin oder Diesel in Umlauf bringen, einfach weitermachen wie bisher? Und die Antwort ist nein. Also klar kann man eben kompensieren durch Zukauf von TRG-Quoten aus zum Beispiel von Elektromobilisten, aber dann war zum Beispiel der Tonnenpreis bei über 500 Euro schon dieses Jahr oder aktuell bei auf jeden Fall über 400 Euro und dementsprechend bist du natürlich günstiger als die Strafzahlung, aber weit weg von, dass du einfach weitermachen darfst wie bisher. Und natürlich ist der Wirkungsmechanismus, dass Geld aus der alten, dreckigen Welt abfließt zu eben der neuen, grüneren Welt. Also ganz direkt kommt eben Geld von praktisch der Tankstelle an die Ladesäule, an den Elektromobilisten. Und das ist durchaus ein positiver Effekt. Könnte man das System in meinen Augen vielleicht noch besser machen, effektiver mag sein. Aber für mich ist es auf jeden Fall so, dass insgesamt die Vorteile überwiegen. Wenn du deine TRG-Quote nämlich nicht abgeben würdest, gibt es auch noch andere Erfüllungsoptionen für quotenverpflichtete Unternehmen, wie zum Beispiel Gas, also TRG-Quoten aus Gas oder Upstream Emission Reduction, was das mit Raffinerien zu tun hat. Und aus diesen ganzen Erfüllungsoptionen ist in meinen Augen die Elektromobilität die beste. Und es ist gut, wenn Geld aus der alten Welt zur Elektromobilität wandert. Das ist meine persönliche Einschätzung, weswegen ich mich in diesem Bereich engagiere. Wenn ihr es anders seht, habe ich vollsten Respekt dafür, dann kann man die Quote natürlich auch einfach verfallen lassen. Viele Leute wollen auch wissen, was mit der TRG-Quote passieren würde, wenn sie nicht anmelden. Uns kursiert auch der Gedanke, dass sie dann an den Staat fällt. Es ist durchaus so, dass im Gesetzestext verankert ist, dass eine nicht angemeldete TRG-Quote an den Staat fallen kann, aber der Staat macht von diesem Recht, von dieser Option aktuell keinen Gebrauch.
Bedeutet also, wenn man seine THG-Quote nicht anmeldet, passiert mit der aktuell auch einfach nichts. Das bedeutet natürlich, dass man den THG-Quotenmarkt um irgendwie 0,0001% verringert und damit den Preis minimalsten Mühen, einen Bruchteil von einem Cent vielleicht bewegen kann. Gibt aber auch eben noch andere Erfüllungsoptionen, die in meinen Augen schlechter sind als die von eben Strom, von Elektromobilisten. Dementsprechend wäre das für mich kein Argument, meine THG-Quote verfallen zu lassen. Ich nehme lieber das Geld mit und mache damit was Gutes. Muss man die THG-Quote versteuern? Ich hatte es vorhin kurz angeschnitten. Mittlerweile ist da einfach die Rechtsprechung klar. Die THG-Quote, wenn man sein Elektroauto als Privatperson hält, muss nicht versteuert werden. Also man kann jedes Jahr das Geld eben einnehmen, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen. Wenn man, wie ich zum Beispiel, sein Elektroauto auf die Firma laufen lässt, dann muss man aber durchaus Steuern auf die THG-Quotenerlöse zahlen. Jetzt eine Frage, bei der die Antwort in Theorie und Praxis wohl unterschiedlich ausfällt. Und zwar, kann man die THG-Quote, seine eigene THG-Quote, auch selber zu Geld machen? Also braucht man eine Firma wie Carbonify eigentlich als Zwischenhändler? Und mal in der Theorie, du könntest schon auch probieren, zum Umweltbundesamt zu gehen und deine Quote zertifizieren zu lassen und dann einen Abnehmer zu finden. Also dann läufst du zu Shell, klopfst da an und sagst, hallo, ich hätte hier eine THG-Quote, wollen wir eine Verhandlung führen und einen Vertrag aufsetzen? Wenn die halt wahrscheinlich müde lächeln und sagen, du, wir würden schon lieber ein paar tausend Quoten auf einmal kaufen, das lohnt sich jetzt nicht der ganze Aufwand. Aber theoretisch wäre es rein vom Ablauf denkbar, die Quote selber zu verkaufen. Ja, in der Praxis ist es, denke ich, einfacher, den Fahrzeugschein zu fotografieren, bei uns hochzuladen und 15 Euro Bearbeitungsgebühr zu zahlen. Und wir machen eben die ganze Abwicklung und überweisen euch das Geld aufs Konto. Leute, das war es eigentlich fast schon mit meinen Inhalten, aber ich bin ein neugieriger Mensch. Ich hätte noch ein paar Fragen an euch. Erstmal hoffe ich, das wird euch gefallen. Es war aufschlussreich. Falls ihr noch Fragen an mich habt, an uns, meldet euch gerne in den Kommentaren unter diesem Video oder eben an den eingeblendeten Stellen. Dann, was mich interessieren würde, habt ihr eure THG-Quote angemeldet? Werdet ihr es in Zukunft machen? Falls nein, was sind die Argumente, die ihr seht, warum ihr es für euch nicht machen wollt? Interessiert mich einfach. Ich will niemanden überzeugen, der es nicht machen will. Vollkommen legitim. Es interessiert mich einfach persönlich. Falls ihr Carbonify-Kunden seid oder darüber nachdenkt, Kunden zu werden, gibt es irgendwas, was wir besser machen können? Gibt es Vorschläge, Feedback? Wir haben immer ein offenes Ohr. Ich freue mich, von euch zu hören und freue mich auf fünf glückliche Porsche Taycan-Fahrer und ganz viele Auszahlungen, die wir an euch vornehmen dürfen. Vielen Dank für euer Vertrauen, für die Zeit hier, für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ich lade jetzt hier nochmal 2-3 Minütchen, dann geht's im Feierabend. Ciao. Willkommen zurück im Büro. Ich sage jetzt immer Büro, weil es cooler klingt als Büro. Für die Info seid ihr nicht dran geblieben. Ihr wollt wissen, was eure THG-Quote aktuell wert ist. Und Ende 2021 haben wir auch als Erste die Marktpreise veröffentlicht, einfach damit man eine Orientierungshilfe hat und einschätzen kann, ob zum Beispiel so ein 150-Euro-Angebot gut ist oder vielleicht auch eher ein Angebot, was man links liegen lassen sollte. Also aktuell fängt eben der Handel für 2023 langsam an und die Quotenpreise liegen so bei 300 bis 320 Euro. Bei unserem Modell mit den 100% und minus 15 Euro liegt man also bei so einem Auszahlungsbetrag von um die 300 Euro aktuell. Dass der Quotenwert gesunken ist, liegt daran, dass sich der Strommix eben geändert hat. Es gibt durchaus einige Marktteilnehmer, die davon ausgehen, dass der Quotenpreis noch steigen kann, weil eben die Unternehmen nächstes Jahr wieder mehr CO2 einsparen müssen als dieses Jahr schon und dementsprechend mehr Nachfrage nach THG-Quoten sein könnte, was dann eben wieder den Preis nach oben bewegen kann. Bei dieser positiven Entwicklung wärt ihr natürlich bei unserem 100%-Modell auch dabei. Alles, was man als Carbonify-Bestandskunde machen muss, um wieder dabei zu sein, ist einfach in seinem Account bestätigen, dass wir die THG-Quotenabwicklung 23 für euch übernehmen sollen. Und alle Neukunden müssen sich einfach 2-3 Minuten Zeit nehmen, sich kurz registrieren und ihren Fahrzeugschein hochladen. Vorder- und Rückseite bitte, sonst geht's nicht. Das war es im Prinzip auch schon, dann liegt der Ball bei uns. Wir kümmern uns vertrauensvoll um die Abwicklung und überweisen euch 2023 zuverlässig Geld. So leicht ist das Ganze und ich hoffe, dies wird euch geholfen, den THG-Quotenmarkt und Handel ein bisschen besser zu verstehen. War mir eine Herzensangelegenheit, das hier einmal so transparent in die Kamera zu sprechen. Ich freue mich auf ganz viel THG-Quoten-Kunden bei uns und eben auch einfach eine gute Zeit mit dem Porsche Taycan-Gewinnspiel. Und falls noch Fragen offen sind, gerne die Kommentare unter dieses Video oder unser Kontaktformular oder eine E-Mail-Adresse von uns benutzen. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao.